Ja, moin! Willkommen zurück zu Clash Royale. Wir sind immer noch bei der Clankampftruhe am Start, haben uns beim letzten Mal die neuesten Batch Notes angeschaut und wir haben den Entschluss gezogen, hey, packen wir mal den Bowler raus, tun den Scharfrichter rein. Gut, man muss sagen, ne, der Scharfrichter wirft die Truppen zwar nicht zurück, aber er macht mehr Schaden und das ist sehr wichtig für das jetzige Balance-Ment. Und auch der Grabstein scheint wichtig zu sein, denn die Skelettarmee, die immer weiter runtergeschraubt wird von der Anzahl her, da muss man natürlich schauen, dass man da so effizient wie möglich spielt. Und das werden wir heute tun. Wir werden es versuchen. Wir versuchen natürlich unser Best und der Lava-Hund hat auch nicht so viel ausrichten können. Schade, schade. Marmelade, das ist eine, ja, fade Sache. Jo. Auch hier schön zusammenziehen, damit der Geschmack verfeinert werden kann durch den Geruch aller Truppen. Jeder Trupp hat einen eigenen Geruch und wenn man all diese Gerüche, ja, kombiniert. Der Geruch, der Achselschweißgeruch einer Bogenschützen. Ja, der stinkige, ja, Nitroglycerin-Geruch, ja, eines Bombers. Ja, dieser staubige, ja, knochige Gestank eines Skelettes. Ja, und der männlichkeitsschweiß der Barbaren. Ja, da kommt am Ende so eine Suppe zusammen, die sich dann ja, Oil-Schweiß nennt. Und das ist eine geile Sau. Und das werden wir heute mal richtig auf die Fährte nehmen. Und heute ist wieder genug random Shit gelabert worden. GG auf jeden Fall an dich an der Stelle. GG auf jeden Fall. Ja. Ja. Zurückziehen, zurückziehen. Aber ich muss echt sagen, es ist gerade ein Wunder, dass der Tower noch steht. Nun! Hätte ja klappen können. Jetzt kommt natürlich wieder der Baumfäller Joe, der natürlich auch wieder, ne, mehr Trefferpunkte. Ist ja auch ganz klar, muss man auch ganz klar so sagen. Aber gut. Da hat der Inferno-Dragon sehr viel gemacht. Sehr viel gebracht. Jo. Da hat sich der Scharfrichter. Ich hätte es auch überlegen können. Ach du Kacke. Wo ist denn der? Oh mein Gott, wo ist denn mein bester Freund? Der Lava-Hund. Ist er weg, oder was? Ja, ich sag mal, die gewinnen das, weil es noch ein paar Gift-Essenzen. Dann hätten wir auch schon wieder verkackt. Wir könnten noch überleben. Ja, wobei, die Kobold-Hütte hat viel mehr Elixier. Ne? Die hat, glaube ich, 5 Elixier, weil ich habe überlegt, scheiß auf den Grabstein. Wir nehmen die Kobold, die Kobold-Hütte, aber nee, lass stecken, Bruder, lass stecken. Aber jeder Push. Ja, natürlich. So kurz davor gewesen, dass der dass der Inferno-Drache auf den Tower gegangen ist, aber leider nicht. So, jetzt wieder eine Runde mit Jonas. Hi, Brunes. Also, hi. Mhm. Ich habe kurz überlegt, ob ein, ich weiß nicht, zweiter Grabstein nicht wichtig wäre und gut wäre, aber ja. Wie einst schon ein weiser Mann zu mir sagte, das kann unmöglich gut sein. Also lass das sein, du dickes Schwein.
Und er hat recht behalten. Was? Er hat sogar zwei. Er hat sogar zwei Türme drin. Okay, das ist. Oh, interessant. Hui. Na, das war aber knapp, Mensch. Das war wirklich sehr, sehr knapp. Also das Schweinereiter, naja, keine Ahnung, ne? Ich verstehe es nicht. Der wird oft genutzt. Genauso wie der Inferno-Turm. Wieso werden diese Teile nicht genervt? Ich verstehe das nicht, ne? Das kann mir keiner erzählen. Die werden scheiße oft benutzt. Haben scheiße den Impact. Und Supercell kriegt es nicht gebacken, diese mal so ein bisschen um die Ecke zu bringen. Das ist... Kann mir keiner erzählen. Schwer verständlich in meinen Augen. Sehr, sehr schwer verständlich. Mhm. Aber auch, dass die Musketiere nichts verloren hat. Eieieiei. Schade. Naja, GG auf jeden Fall an dich an der Stelle. GG auf jeden Fall. GG auf jeden Fall an dich an der Stelle. GG auf jeden Fall. GG auf jeden Fall. GG auf jeden Fall an dich. GG. GG auf jeden Fall an dich an der Stelle. Und auch das, ich weiß nicht, wenn man dieses Wow spammt, Kinder halt, ne? Halt so richtig behinderte Kinder. So, Barberall. Warum denn nicht? Warum darf ich nicht teilnehmen? So eine Scheiße hier. Jetzt hier aber wieder her. So. Nochmal mit Jonas und guck mal diesmal, das war dann wieder mal ein Sieg, weil ich glaube, wir haben jetzt dreimal nacheinander verloren. Also ich weiß nicht, ob er dreimal nacheinander verloren hat, aber ihr wisst. Das kannst du halt nicht raufbeschwören. Wenn einmal dann nervige Leute kommen, dann ist bye. Sehr schön mit der Valkyrin gemacht, muss ich sagen. Ist ja nicht so, als wäre es meine Idee gewesen, aber... Es war meine Idee! Und das sind so richtige Turmkinder und die werden so verkacken, ey. Ich kann jetzt schon predikten, die werden... Naja, vielleicht mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ja, wobei, wenn sie halt so tausende X-Bögen legen, dann bin ich mir nicht ganz sicher. Vor allem, wenn die den X-Bogen vielleicht auch spiegeln oder so eine Scheiße. Dann quasi alles zustellen und, boah. Ich war ja vor 100 Parts ungefähr auch mal so ein, vor mehr als 100 Parts mal auch so ein lustiges Minenwerferkind. Aber ich dachte, hey, das kommt safe an Tower. Akku! Mein lieber Akku-Brudes. Wenn du hier nicht durchhältst, ja, dann rufe ich gleich die Polizei, wenn das nicht so ist. Boah, der scheiß X-Bogen, ey. So eine nervige Sau. Danke, dass du den, dass du uns zusammengezogen hast. Schön für dich. Ich sehe, wir kommen einfach null an den Tower, ne? Das ist einfach... Oh.
Vielleicht wieder eine Überlegung, den Brawler doch reinzupacken. Und den Scharfrichter trotzdem drin zu lassen. Also, du kannst da halt nichts machen, wenn die das alles nur zustellen. Wir stellen zwar auch zu, aber nicht so heftig wie die. Da einen Minenwerfer hinsetzen. Da das und das hinsetzen. Das ist doch kacke. Wie willst du denn da jemals, an den Tower kommen? Das sind halt so richtig nervige Leute. Die sind so richtig nervig. Am Ende können die nur wegen dem Feuerball gewinnen. Also das sind so richtig lächerliche Leute. So richtig lächerlich. Rakete, Feuerball. Anders können die ja nicht. Das ist halt einfach so. Anders können die das hier nicht gewinnen. Das ist halt einfach so. Da will ich auch eigentlich gar nichts mehr legen, weil das hat ja keinen Sinn. Absolut lächerlich. Und dann am Ende noch mit dem Schweinereiter. Weil das ist richtig lächerlich. So richtig lächerliche Leute. Würde man wieder von Haarsöhnen sprechen, wenn ich ehrlich bin. Aber dass ich dieses Wort jetzt schon, na, weiß nicht, ihr müsst wissen, ich habe jetzt gerade eine Session von 43 Minuten und dass ich das hier erst nach 43 Minuten sage, dass das Haarsöhne sind, wow, das ist echt ein Rekord von mir. Also momentan kommen die Haarsöhne so ein bisschen durch, ne? Lächerlicher wäre es gewesen, wenn die da noch Smileys gespammt hätten. Ich habe nicht drauf geachtet. Jetzt haben wir quasi für alles was, aber ich meine, das kannst du sowieso dann wieder ganz gut mit dem Feuerball, ja. Deswegen habe ich jetzt nochmal den Scharfrichter gelegt. Aber auch hier kommt es wieder nicht an den Tower ran. Der Schaden sei ihm gegönnt. Was mir jetzt auch gerade erst auffällt, man merkt oder man hört, wie der Mitspieler auch die Karten so spammt. Also hier, wie er drauf drückt und so. Was mir erst so nach über 200 Parts, fast 300 Parts Clash Royale aufgefallen ist, insgesamt. Wenn du die Karte drückst und hier hin platzierst, wird die sofort gelegt. Du brauchst die nicht ziehen. Ist mir jetzt das aufgefallen? Geile Sau! Heieiei. Wird doch, denke ich mal, der letzte Kampf in diesem Duell sein, in diesem Bad sein. Sorry, aber ich wollte den Bola supporten. Also Fangs! Ich meine, ich habe jetzt auch, glaube ich, schon 3 Kämpfe nacheinander mit Jonas gehabt. Und ich, oh, ich weiß nicht. Ich will es jetzt nicht auf ihn schieben oder so, aber... So schlecht spielt er eigentlich gar nicht.
Aber naja, man sieht ja, wie es hier klappt, ne? Da habe ich jetzt gerade quasi gut mit Jonas kombiniert, denn wir haben einfach den Flächenschaden genutzt. Also die Truppen zusammengezogen und geile Sau. Kommt man vielleicht jetzt mal an den Tower ran? Einmal im Drecksleben. Ja. Zur Not schweigen wir jetzt 2 Minuten still. Ich meine, das war auch extrem unklug von ihm. Also das muss halt echt nicht sein. Das ist halt so unnötig. Warum legt er da den Funk hin, wenn er genau weiß, dass da der Scharfrichter steht? Das macht doch gar keinen Sinn. Also ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich mit Jonas sowas zusammengespielt habe. Ah, die haben verloren. Jetzt werfen den Feuerball und dann war's das. Ja. Spasti. Naja. Ja, also, wenn man mit jemandem zusammenspielt, der anscheinend seine Karten nicht gut legen kann, an manchen Sachen, an manchen Stellen, ja. Gut. Naja. Haut rein. Ciao.